Dann hätte er es mir ja bestimmt vorgeschlagen hier, wir brauchen ein Update. So, wir sind auferwacht. Gucken wir mal raus. Wir werden ja sehen, ob hier noch irgendwas angezeigt wird. Und wieder ein wunderschöner Ladescreen hier. Man lädt ja heute lange. Man muss halt erstmal wieder reinkommen. Ist hier immer das erste Mal laden, brauche lange und danach geht das ja eigentlich relativ zügig. Ich hoffe halt nur wirklich, dass er ein Update gezogen hat und ihr nicht in derselben. Ich sehe zumindest, dass wir Post haben. Ich guck mal nach. Da sehen wir ein Paket. Ein Brief von Elsie. Voll, in letzter Zeit ist es ganz schön heiß geworden, oder? Ich wünschte, das Vieh könnte sich manchmal selbst einfach um sich kümmern. Zum Glück hat mein alter Herr eine ganze Lagerung Dorffleisch getrocknet, um uns ein Beilano zu sammeln. Vielen Dank, Elsie. Lang, lang ist es her, ne? Dass wir hier waren. Wir sammeln erstmal wieder das Wasser ein. Es ist ja immer noch Winter, ne? Wir haben 3 Forschungspunkte noch. Mal gucken, ob wir da schon was machen können. Nein, also die kann man noch nicht verwenden. Komm, Schleifsteine kann man gerade nicht machen. Das kann man noch mitnehmen. Und dann gleich mal hinterherfügen. Okay. Kupferschrott. Level up haben wir. So, hier kriegen wir Marmorziegel, Glas. Wir haben halt eigentlich noch so verdammt viel davon. Wir brauchen es halt eigentlich. Welches Game kommt morgen? Für morgen ist DBD geplant und ich hoffe, bis dahin habe ich das Stream Deck wieder angeschlossen. Das wird eine größte Herausforderung. Größte Herausforderung eigentlich werden. So. Wie kam jetzt aufs Inventar? So nicht. B Backpack, ne? Genau. So, erstmal alles rein dort. Ah, guck mal, wir haben neue Quest. Wir haben hier eine neue Quest. Logans zu Hause gibt es eine neue Quest. Okay. Sehr, sehr schön. Liegt hier wieder Müll rum, was wir sammeln können? Wir machen natürlich erstmal die 2 Tagesquests. Wie du möchtest, Kauni, kannst dich gerne damit einklinken. Wie sieht es denn geldtechnisch eigentlich aus? 10.000. Wir können halt immer wieder was Neues kaufen. Von den Rezepten würde ich mal das jetzt kaufen. Nur damit wir es haben. Wir haben einen Sonntag. Das heißt, wir haben hier... Achso, da du das Spiel nicht magst. Es geht ja auch nicht unbedingt ums Spiel, es geht ja auch um die Leute, die hier zocken. Naja, also einfach auch so die gute Unterhaltung, weil es Spaß macht mit denen. Mit uns zu zocken oder uns zuzugucken, wie wir uns gegenseitig auf den Keks gehen. Also da war der Fehler. Und da. So, dass wir das mit diesen Enten. Lass mal wieder gucken, wenn ihr was seht, könnt ihr das natürlich gerne
mitteilen, wenn ich es nicht vorher schon gefunden habe. Logischerweise. So. Und hier noch? Perfekt. Haben wir ein paar Handelsabzeichen bekommen. Wir können dann wieder einsortieren. Und wir gucken mal in die Liste, was können wir herstellen. Gusseiserne Nägel wollen sie haben. Die Schleifmaschine möchte ich eigentlich ungern herstellen. 600, Bratpfannen, Gusstopf, gegerbtes Leder, Wolltuch. Ich sag mal so, die Nägel können wir gerne machen. Und vielleicht auch das. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich damit übernehme, mit den beiden Quests. Müssen wir mal schauen. Es kann sein, dass wir es da liegen haben, kann aber sein, überhaupt nicht. Müssen wir mal schauen. Den kriegen wir schon irgendwie gewuppt. Also ich weiß auch nicht, wie groß das Update jetzt hier ist. Ne? Es kann also sein, dass es gar nicht so viel ist, was hier als Update neu reinkam. Müssen wir mal schauen. So, wir brauchen eine Metallkiste. Aufteilen, zack, zack, das wieder rein. Aufteilen. Aufteilen, 11 Blätter. Okay. Mach bitte das Spiel morgen nicht allzu laut. Das kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Es wird dieselbe Lautstärke sein wie die Spiele hier. Also ist jetzt keine andere Lautstärke geplant. Ja, also ich muss wie gesagt morgen erstmal gucken wegen Stream Deck. Aktuell das, was wirklich laut ist, ist die Sounds, die ich jetzt gerade einspiele, weil ich ja hier ein bisschen rumgedoktert habe. Das ist halt ein wenig laut, aber ansonsten sollte es eigentlich gehen. Also das ist jetzt ja auch nicht zu laut, oder? Und also ich übertrage es eigentlich in eine Lautstärke, wo ich sagen, jeder kann damit umgehen und ihr könntet ja notfalls das für euch selbst runterdrehen. Kannst ja den Stream einfach leiser machen. So. Wir quatschen wieder mit jenen, weil wir brauchen die Punkte, das wisst ihr. Die Beziehungspunkte, auch wenn wir die gar nicht mehr ausgeben können gerade. Weil die uns in den Updates fehlen. Oh, hier ist die Sidequest. Vivi! Kurz plaudern. Sehr schön. Und dann B. Kurz plaudern. Nee, du nicht. Elsie. Kurz plaudern. Ich finde, es wird morgen wirklich lustig. Man kann den Games Rolle besser ärgern. Ne? Dankeschön. So, erst plaudern. Dann kriegst du deinen ersten Auftrag. Und dann kriegst du noch einen Auftrag. Wunderbar. You know, if it were just Mason and his diligence-averse style of building, I'm not sure we'd have been able to be back on track in such a timely manner. Who knows what kinds of terrible things might have happened if we had nowhere to store our water. Dann hast du uns aber noch nicht erlebt, wie wir DWD zocken. Oh, well, also mach dir mal keine Sorgen. No sense in imagining up scenarios to scare myself. I do plenty of that in my own free time. Also mach dir deswegen mal überhaupt keine Sorgen. Heidi. Wir quatschen gerade jetzt nur mit denen wegen den Beziehungspunkten, ne? Logisch. Mädel. Mebel-Beziehungspunkt und natürlich noch Miguel. Mathilda, kriegen wir von dir auch einen Beziehungspunkt? Hey. Vielen Dank. So long, Partner. Bitte schön, Roll, du machst das doch gerne. Ich mach das gerne für euch, das stimmt. So, Owen nicht. Ian haben wir. Owen machen wir gleich als letztes. Ich mache erstmal die hier alle, weil ich nicht weiß, was passiert, wenn wir jetzt Owen die Quest kriegen. Es kann ja wirklich sein, dass es eine Story-Quest wird. Copper. Desmond.
Ihr wisst ja, dass wir das hier jetzt nicht alles vorlesen, weil das Quatsch ist. Ich muss sagen, ich habe jetzt noch keinen in den Stream Shinehorn. Das ist richtig. Wenn ihr mich erschreckt habt, dann habe ich immer mir eigentlich eher die Sprache verschlagen. So, jetzt reden wir mal mit Owen. Blue Moon Salon. Teilzeit. Oh nö. Teilzeitarbeit ist das. Was soll dann haben? Zwei Sanakudas. Okay. Zwei Sanakudas. Ich dachte, das wäre die andere Quest. Dann holen wir mal schnell zwei Sanakudas. Der guckt nur wahrscheinlich. Ja, ich fahre maximal nach hinten, gerade wenn ihr solche hier so Jumpscares und sowas auslöst, ne? Denkt dran. Oh, jetzt einmal voll gegengestoßen. Ist das die einzigste Quest, die wir jetzt gerade gekriegt haben? Also wenn das die einzigste Quest ist, die wir haben, bekommen haben, dann kann es natürlich sein, dass ich nochmal prüfen muss, ob hier ein Update dafür da ist. Ach, du meinst die Spielfiguren oder was? Dass die dann rumschreien, wenn die hier ein wenig gefoltert werden, wenn die am Haken hängen, aber das geht eigentlich auch. Also ich stelle ja das Spiel so ein, dass meine Stimme eigentlich immer lauter ist. Ich glaube nicht, dass das die richtige Quest war, die wir kriegen sollten. Ich brauche, haben wir die Falle mit? Die Falle haben wir nicht mit. Wir brauchen aber noch die Falle. Gib mir mal meine Ausrüstungskiste. Ne, die Waffentools, die hier. Die hätte ich gerne. Sanakudas waren hier oben. Also zumindest sehe ich hier auf der Karte erstmal keine Quest mehr angezeigt. Auch hier nicht. Ich würde das jetzt hier jetzt ausprobieren, dann den nächsten Tag nochmal. Wenn da nichts kommt Neues, würde ich nochmal neu starten und gucken, ob wir ein Update haben. Ne? Weil sonst macht das ja keinen Sinn für uns. Das war Quatsch. Ja. Wunderbar. Toll, dass der einfach losgelegt hat. Ich habe noch nicht gesagt, dass er werfen soll. Aber diesen Fischbeutel unten links, da wo ich jetzt gerade davor sitze, gab es den damals auch schon. Ach fuck, die Sanakudas, das waren doch gar nicht hier, ne? Hier gab es Sandkarp. Wir brauchten doch die Sanakudas. Und die waren da drüben. Und was brauchten wir denn für die Sanakudas? Wisst ihr das noch, was wir da gesammelt hatten? Hatten wir da Sandbären genutzt? Hatten die Sandbären gefressen oder hatten die was anderes gefressen? Hat da jemand von euch aufgepasst damals? Bei Beute war es nicht. Erze, Steine, Stoffe, Ressourcen. Das sind alle viel zu klein. Die Küchen sind alle viel zu klein. Zutaten können wir nochmal gucken. Kaktusfrucht. Ich weiß nicht mehr, was wir denen hingeschmissen haben. Ich glaube, das waren die Sandbären, ne? Nur ein Sandkarpfen großen, Sandkarpfen klein, aber nichts weiter. Wir probieren es nochmal mit dem Sand. Warte mal. Ich gucke nochmal kurz hier oben, weil hier oben sehe ich doch, was ich auswählen kann. Was ich werfen kann. Warte mal, wir machen das nochmal. Genau, Sandbären war. Nee, das waren die Kastanien, oder? Das waren noch die Kastanien. Wo hatten wir denn Kastanien herbekommen?
Hat man die von euch bekommen? Also ich weiß es nicht mehr. Ich fäll ihn jetzt einfach mal so. In der Hoffnung, dass hier Kastanien dabei sind, sind es aber nicht. Weil das ein Buchsbaum ist und kein Kastanienbaum. Was ist das? Das bringt mir auch nichts. Ich weiß nicht mehr, was die gefressen haben, aber ich glaube, die hatten Kastanien gefressen. Habe ich irgendwie noch so in Erinnerung. So ganz entfernt irgendwie. So, die Sandakudas müssten jetzt hier oben sein. Okay, klappt doch. Die frisst ja nicht jetzt. Nee, guck mal, da kommen nämlich nur Sandkarpfen. Wenn ich das wäre, kommen nur Sandkarpfen. Nehme ich trotzdem mit, was ich habe, habe ich. Aber wir können mit Sandbären, kann man so andocken. Da kommt ein Sandakuda. Und dann haben wir zwei. Und dann können wir schon sagen, wir haben das, was wir wollen. Zwei Sandakudas. Mehr brauche ich jetzt auch nicht fangen. Also denn ich habe jetzt keinen Bock, tausendmal tausend Sandakudas zusammenfangen, nur weil der welche haben will. Da habe ich keinen Bock drauf. Muss nicht sein. So. Liegt überall noch Essensreste rum, auch sehr schön. Jedes Mal verpasst du den Rocket League Stream. Wir haben jetzt aber schon eine ganze Weile keinen Rocket League mehr gemacht, ne? Nur so viel dazu. Also wir haben einmal in der Woche diesen ZMF Stream. Und da sind halt die verschiedenen Spiele dabei. Aber halt jetzt schon länger kein Rocket League mehr dran gewesen. Weil es sich einfach nicht ergeben hat, weil wir sind ja meistens zu dritt, das sind ja immer Kim und Dennis mit mir zusammen und dann fragen wir halt immer, auf was habt ihr Bock? Also ich frage die anderen beiden. Hello. So, hast du eigentlich ein Rezept, was du mir geben? Rezept austauschen? Ich weiß nicht, ich bin gerade ziemlich beschäftigt. Vielleicht beim nächsten Mal, okay? Alright, catch you next time. So, abgeschlossen, wieder Geld bekommen, sehr schön. Dann würde ich sagen, hauen wir nochmal unsere Ausdauer weg. Oha, da wird Sandwork gestimmt. Das stimmt, René. Einen wunderschönen guten Abend, mein Lieber. Schön, dass du da bist. Aber ich weiß noch nicht, ob der das Update gezogen hat. Oder ob er überhaupt ein Update gekriegt hat. Ich weiß es noch nicht. Wir machen jetzt auf alle Fälle noch den nächsten Tag. Wenn das der nächste Tag auch ohne neue Quest oder sonst sowas ist, würde ich den Tag durchspielen und dann nochmal neu starten. Also nochmal gucken, ob wir draußen noch ein Update haben. Ist das hier irgendwo was? Weil ich es als Neuigkeit auf YouTube sehe. Okay. Ja, als Neuigkeit. Das Video ist dann aber auch schon 2 Monate alt, mein Lieber. Es ist dann wirklich schon 2 Monate alt, weil die Streams immer erst 2 Monate kommen. Und demnächst, ich werde mit YouTube ein bisschen zurückfahren, habe ich mir vorgenommen. Ich werde die Streams nicht mehr eine halbe Stunde cutten. Das ist mir einfach, schaffe ich einfach zeitlich nicht. Ich schaffe es nicht zu Zeiten zu cutten und das dann hochzuladen. Das frisst so dermaßen viel Zeit, gerade bei der Länge des Streams. Ich werde wahrscheinlich wieder darauf zurückgehen, mein Hauptaugenmerk auf YouTube, auf Twitch legen. Und dafür dann halt die gesamten Streams nach 2 Monaten hochladen. Dass ihr dann die kompletten Streams habt, die kompletten, also immer jedes Spiel gecuttet, bloß das. Und dann sollte das, denke ich, auch ganz gut passen für euch. Falls jemand das nachschauen will, weil ihr wisst ja, mit YouTube ist ja bei mir wirklich nur so ein ganz, ganz kleiner Part. So nur sehen, bei Hauptaugenmerk liegt ja wirklich auf Twitch.
Wenn ich mit der Kamera noch ein Stückchen zur Seite rutschen soll, weil wir hier im Bild sitzen oder sowas, musst du es mir sagen, ne? Dann mache ich das auch noch. Das ist kein Problem. So, hier ist noch Gummi. Nehmen wir auch mit. Alles mit, was wir kriegen können. So. Also ich will es auf alle Fälle auf YouTube lassen, weil ich finde, es ist für die Leute, die es die Streams halt so verpasst haben oder sowas oder allgemein. Ihr habt ja, seht ja auch auf meinem Discord, habt ihr ja die Übersicht, was wir alle schon so gezockt haben und kommt ja direkt auf die Links, auf die Kategorien. Daher, ja. Wir machen die jetzt noch, damit ich noch ein paar Blutsteine kriege. Einfach mal gucken, ob hier noch ein bisschen Blutiges rumliegt. Die Marmorstatue ist gerade nicht da, ne? Nee. Die ist gerade nicht da. Dann haben wir hier noch ein bisschen was. Holz brauchen wir, glaube ich, nicht. Aber Blutsteine können wir eigentlich immer ganz gut gebrauchen. Normale Steine relativ selten. Ich finde es auch schön, dass der speichert, wenn man schon mal was angeschlagen hat, dass es noch eine Weile da ist. Den bauen wir auch gleich noch mit. Sehr schön. Ich weiß gerade gar nicht, ob wir noch... Na ja, gut, Holz können wir aber auch mitnehmen. Und bin ich Totholz? Okay, können wir nicht mitnehmen, weil... Ausdauer alle. Okay. Was heißt denn die 66 da unten? Hier unten ist so eine 66. Also links neben meinem Inventar. In der Schnellliste. Irgendwo auf der Karte oder sowas, was darauf hindeutet? Nö. Okay. Gut, das haben wir. Dann würde ich mal kurz gucken. Erzraffinerie können wir theoretisch wieder anschmeißen. Eisenschrott nehmen wir wieder rein. Dann ist der wieder voll. Kupferschrott machen wir wieder rein. Voll. Gummischrott rein. Ach stimmt, wir wollten ja eigentlich dann mal gucken, dass wir hier die... unsere große Bühne hinkriegen, ne? Und das Grundstück dann nochmal erweitern. So, Nähmaschine ist durch. Sandausrüstung brauche ich jetzt hier nicht, die Klamotten. Wolltuch haben wir, Garn haben wir. Ja, die Sachen würde ich jetzt hier nicht herstellen, weil das bringt uns so gut wie kaum was. Wir können die dann ausstellen? Ja, okay, das ist mir aber erstmal wurscht. Hier können wir Wollfaden herstellen, gegerbtes Leder können wir nochmal herstellen. Ein raues Tuch können wir nochmal herstellen, können wir eigentlich 12 Stück machen, zack. Ab dafür. Sehr schön, dann können wir das Inventar wieder aufräumen. Und dann sieht das auch schon wieder gut aus. Die Sandfalle brauche ich erstmal nicht. Waffentools, zack, rüber. Und Schrott behalten wir drinnen wie üblich. Hier haben wir eine Metallbahn, der kann da rein. Bei Stoffe kommt das rein. Steine das und zack, sortieren und... Ah, wunderbar. Was wir noch gucken können, ich weiß nicht, ob gerade noch eine Forschung läuft. Das würde ich mal noch schnell gucken. Und wir sehen gerade, wir haben einen Skillpunkt. Hier können wir zwar nichts machen, aber wir können in der Werkstatt noch einen Skillpunkt ausgeben. Noch bessere Chancen, hochwertige Gegenstände von der Werkbank zu bekommen, Maschinen zu bekommen. Oder aber Preis für neues Land wird gesenkt. Oh ja. Unbedingt das rein. Dann brauchen wir nicht so viel Geld ausgeben, wenn wir ein neues Grundstück haben wollen. Ich gucke nochmal kurz nach der Forschung, dann gucken wir mal, wie viel Geld wir eigentlich brauchen für das Grundstück. Und dann wollen wir schlafen gehen und dann schauen wir mal, ob am nächsten Tag irgendwas eventtechnisch startet oder so.
We'll meet again. Moin. Hast du was Forschungstechnisches? Oder läuft schon was? Es läuft gerade. Was läuft denn da? Die Juwelendischmaschine. Okay. Dann können wir erstmal zurückgehen. Gehen wir zurück, dann gehen wir schlafen. Oh, Crystal läuft mal rum. Okay, aber nicht weit, wie ich sehe. Können wir mal bei Mian noch was klauen? Nein, ausleihen meine ich. Aber hatten wir hier nicht noch was angezeigt als Quest Logans zu Hause? Hätte gedacht, aber noch was wegen Logans zu Hause angezeigt als Quest. Naja, gut. Dann ab nach Hause. Schlafen gehen und am nächsten Tag wieder durchstarten. Ja, wir wollten gucken, wie viel groß das Grundstück werden muss, also wie viel Geld wir brauchen, aber egal. Können wir dann immer noch gucken. Wir gehen erstmal schlafen. Schlafen! So. Na, vielleicht ich auch in den Morgenstunden dahin gemusst, dass die Quest halt gleich früher morgen ist. Kann natürlich auch sein. Schauen wir mal. Einmal mehr in den Bruch. Also hier ist auf alle Fälle eine Quest. Die ist auf alle Fälle da. Unser Paket ist da. Dankeschön. Dann sammeln wir mal Wasser. Hier ist schon wieder Sand alles geworden. Also alles sandig geworden. Den Quarz will ich eigentlich nicht zersammeln, deswegen. Den fände ich schade. Dann haben wir hier wieder Kupfer. Und Gummischrott. Ja, das hilft uns schon ungemein weiter. Glas können wir noch im richtigen herstellen. Ob wir wirklich so viel brauchen, ist eine andere Frage. Verstärktes Glas brauche ich jetzt gerade noch nicht. Wobei auch das können wir noch mal einfach herstellen. Was wir haben, haben wir. Sehr schön. Auch gut. Oh, wir haben hier noch die Schleifmaschinen. Haben wir noch irgendwas, was wir herstellen müssen? Bronzestab, Busstern könnte man mal herstellen. Wisst ihr, wir wollen eigentlich immer von allem bitte was da haben. Dafür haben wir auch viel zu wenig Bronze. Holzbretter können wir noch ein paar machen, wenn wir schon so viel Holz haben. Kupferrohr, Kupferbronze, Gusseisennägel haben wir auch nicht mehr so viele. 107 Schrauben können wir herstellen. Na ja, komm. Stellen wir einfach mal ein bisschen was her, was wir da haben, haben wir da. Dasselbe würde ich mal mit Kupferdraht noch machen. Was wir da haben, haben wir da. Sehr schön. Alles einsortieren. Dann schauen wir unsere Tagesquest an. Aber ich habe fast das Gefühl, wir werden wirklich nochmal neu raus, also danach rausgehen müssen.
Ja, das ist alles nur Sidequests, das ist nicht wirklich die Quest, die ich probiere zu erzielen. Da müssen wir nochmal gucken. Geldtechnisch 22.000 haben wir gerade. Okay, dann können wir uns das Buch hier holen, den Bürostuhl. Zack, ab. Wie sieht's hier aus? Immer noch Platz 1 bis zum Jahresende. Das sieht sehr, sehr gut aus, ihr Lieben. Okay, jetzt wird das natürlich schwierig. Gusseisennägel. Einmal kriegen wir es noch hin, aber dann war's das. Und ob wir eine Alles-Schleifmaschine hinkriegen. Wir können es probieren. Wir können es probieren. Und wenn wir eine von unseren, sage ich mal, dann abgeben. Wenn die andere stärker ist. Und die Bilder verkaufen. Wenn es Geld bringt, warum nicht? So. Also Gusseisennägel 10 Stück sollten noch machbar sein. Wir brauchen erstmal eine alte die Schleifmaschine. Ich hoffe, das funktioniert. Wie war das, ne? Die allgemeine. Motor haben wir. Manganstahl, Stahl haben wir. Bronzeplatte haben wir. Kupferrad haben wir. Aufnehmen. Die hat eine. Sand. Allgemeine, was ist die? Ich hier auch die Qualität von der. Hier steht plus Level 2. Ich nehme die mal mit. Und dann gucke ich mal ins Inventar kurz und vergleiche die. Und das ist die neue. Ne, das ist die neue mit minus 9%, minus plus 8. Wasserverbrauch minus 9, erhöhte Ausbeute plus 8. Plus 8, 12, 12. Herausragend, Effekt. Weil die haben eine höhere Ausbeute, dafür verbraucht der weniger. Die höhere Ausbeute finde ich da geiler. Dann lieber die beiden da rein. So. Dann schmeißen wir das nochmal an. Und das hat man nochmal angeschmissen, ne? Und wir brauchen nochmal 10 gusseiserne Nägel. Metall. Und damit haben wir beide Quests abgeschlossen. Also gleich abgeschlossen. Ist mir aber eigentlich zu teuer, was ich dafür das Material jetzt ausgeben musste. Das ist halt nicht so geil. Und dann schauen wir uns gleich noch die andere Quest an, die hier rumgeistert. Moin, Jan. Und wenigstens 1800 Golds, das lohnt sich. Dann machen wir wenigstens einen schönen Reibach. Weil wir halt die Teile da haben. Achso, ich wollte die Maschinen vorhin noch putzen, ne? Machen wir vielleicht nachher auch noch. Nochmal die Maschine ein wenig putzen. Hallöchen, Crystal. Erst kurz plaudern. Und dann bitteschön. So, und dann gehen wir auf unsere Quest, ne?
Wie sieht es in Geldtechnik aktuell aus? 24.000. Weiß gar nicht, wie viel wir brauchten fürs nächste Grundstück. Wir wollten ja erstmal das Grundstück eigentlich auf volle Größe erweitern. Yo, Grace, are you poking around the breach again? Just going for a walk. Don't tell me that's against the law now. No, the only walking that's against the law is jaywalking. But, hey, point is, don't even think about going in there. We can't let Sizz through without proper training. I hate to be dramatic, but... I know that's meant to be rhetorical, but probably my dissertation. When is the breach going to be reopened to the public? I would like to look for more relics at some point. It'll open when it's open. Which is to say, when it's been reclassified as an abandoned ruins. And don't even think about trying to sneak in there. I wouldn't want to, but I do have the right to detain you if you're proven to be a danger to yourself. Definitive. What's the basis for all these wild accusations? I walk down this way all the time. This imagined notion of me even thinking of sneaking into the breach is just that. Something you've just made up in your head. Kann natürlich sein. I also have to notice that the breach has been this way for quite some time. Normally, I would have expected you, core type, to have this handled already. Mach dir Stress zu schaffen. If I may ask, is the stress getting to you? Sehr nett. Hey, come on, give us a break. We've been up to our eyeballs in Giglas. Plus, there's Logan. Yeah, it is getting to be a little rough out here, as a matter of fact. Glad somebody noticed. Aw, poor Justice. Why don't you just take a day off? Ah, schön. What you need is some rest. Then you'll have your edge back. I mean, at the very least. Surely you don't need to literally stand here in front of the breach. We all know not to go in. Yeah. Definitiv. Maybe I could just head back to the office. Pour a big old glass of Yakmel milk, kick up my heels and... Hey, wait a sec. Dang, how come every time I talk to you, I end up with a headache? Tja. Look, Grace, I'm not kidding around. I take the safety of everybody in this town seriously. If something happened to you down there, I'd never forgive myself. Talk to me again when your fighting chops are up to snuff. Like, say, Builder's here. Genau, der Builder ist hier. Right. How about this then? Alles, was ich tue, ist tauchen. Alles, was ich tue, ist tauchen. Oh, well, no. I guess that'd all be pretty by the book in my book. I reckon it's on the two of you to work something out. Okay. I gotta keep patrolling. But I'm gonna have my eye on you. Maybe just adjust your strobe path to be a little less hair-raising, all right? Y'all are gonna be the death of me. Der arme Justice. Tut mir ein bisschen leid. Well, you heard the man. Looks like I don't need to sneak into the breach if I can recruit your help. The things I need are relatively simple. But I think I'd feel better if someone with an eye more discerning than that of a soldier's went in to look. So? Natürlich, klar, wir helfen gern. Wir haben doch gerade Zeit, wir haben doch eh keine Quests weiter. Great. A bit of context. I'm an archaeology student in Atara, saving up to finish my degree. When I have time, I try to do field work that I hope will be beneficial for when I go back. Okay, gerne. You've been to the breach, right? Did you manage to pick up on what that place used to be? You know, back in the old world? Toilettenschlüsselfabrik war es definitiv nicht. Ein Bürogebäude, Universität. Was war denn da? Ich glaube eher Bürogebäude, ne? Ah, yes. That soul-crushing monotony that saps your life energy to the point where you can't break out of doing exactly the same thing every single day for years while you make money for someone else. Can you believe people Nein. Used to do that? Kann ich mir in keinster Weise vorstellen. Zwinker, zwinker. When it was open, the breach was a great place to look for archaeological finds and, right, you know the story. One of my main focuses is old world audiovisual media. From salvaged memos and effects, I've discovered a concept discussed among old world drones known as huke. I've surmised this term to mean listening to music at work. Musik hören bei der Arbeit, wie kann man nur? So, next time you're in the breach, just be on the lookout for old world music related media. Anything that seems vaguely relevant. Discs, posters.
Also, I need some small chips from down there, too. For reasons. Okay. Thanks again for agreeing to do this. I guess with you in the picture, everyone's lives are being made a little easier. Come find me when you've got some old world music stuff. And don't forget those small chips either, please. Okay. Gegenstände sammeln. Admiral, soll das beliebtes Ensemble der Randgruppe? Nein, danke, Computer. Einfacher Schaltkreis. Techno-Kalender. Komm, geh mal rein. Wir gehen einfach rein. Welche Ebene haben wir jetzt denn eigentlich schon? Wir haben alle Ebenen, ne? Durch. Nee, die unterste haben wir noch nicht. Level 10, 14 bis 20, 18 bis 22. Die haben wir noch nicht durch. Komm, probieren wir aus. Wir probieren es einfach mal aus. Gehen wir nochmal in den Bruch ein. Ich glaube, gab es letztes Mal schon 3 Stufen? Ich weiß es gar nicht. Wir probieren es aus. So, was ist das? Stufe auswählen. Erstmal Hammer auswählen, würde ich sagen. Das wird jetzt eine hammerharte Aktion, Leute. Schlau, uns da mitten reinzustellen. Achso, wir könnten jetzt theoretisch so. Wie war denn das da? Da lang geht's und da lang geht's. Die Kämpfe sind noch immer leicht einfach gestaltet, wenn es halt wirklich schon Updates gab, weiß ich nicht. Sehr schön. Hier ist nichts mehr noch. Umso stärker wir werden, umso schneller kommen wir dann hier auch durch die Level durch irgendwann mal. Dann können wir auch Speedruns machen. Okay. Ich weiß nicht, gefunden haben wir es noch nicht, was da haben wir. Ich weiß auch nicht, wie oft wir hier durch müssen oder sowas. Hallo. Auch gut. Noch irgendwas hier? Nö. Nächste Etage. 3 Etagen sind es wieder. Energiesteine kriegen wir viele, die ich überhaupt nicht haben wollte. Aber auch nicht verkehrt, die mitzunehmen, würde ich mal sagen. Nach die. Ich weiß halt auch nicht, auf welcher Ebene es die Dinger geben soll. Wenn wir durch den Bruch gehen.
Na gut, letzte Runde, das müsste jetzt wahrscheinlich der Endboss sein. Kann natürlich auch sein, dass die beim Endboss gibt. Aber bei der Verkaufsmaschine nicht, ja? Und hier brauchst du viel mehr Abzeichen. Was haben wir denn eigentlich für Klamotten an? Halt. Stufe 20er haben wir an. Endboss. Daneben, Großer. Na, hier ist zu. Da müssen wir einmal außen rum. Also interessant wäre es, wenn ich die von hier oben angreifen kann. Und das kann ich bestimmt, ne? Dass ich diese Fässer schon mal zerstöre. Okay, also die verlieren und lassen das einfach nicht fallen, was wir haben wollen. Brauche ich hier das? Ah. Alles klar. Linker Teil einer Kamera. Patronen, Fluorid. Zack. Okay, und ab. Aua. Na gut. Dann halt so, ne? Okay, nicht vielleicht nicht so. Hallo. Und vielleicht doch mal auf das wechseln. Ich will erstmal den einen ausschalten. Und das war's. Hier ist nicht noch was irgendwie. Nur Feuerlöcher. Sonst sehe ich nichts. Die Fässer explodieren auch nicht. Gut, dann da raus. Wüstenverteidiger-Cape, okay. Okay, ist aber nicht das, was ich haben sollte. Was ich kriegen sollte. Geh mal kurz auf Ort verlassen. Ich weiß halt nicht, in welcher Stufe ich hätte durchgehen müssen, um was zu finden.
Ob Stufe 2 oder sonst was? Aber vielleicht bringt das Wüstenverteidiger-Cape uns was und ein bisschen mehr Power oder so. Oder? Stufe 10, Verteidigung plus 5. Und dann immer rein. Okay. Also ich gucke nochmal rein. Es muss verschiedene Relikte für die Erstellung gefunden. Dinge. Einiges von dem, was sie sucht, ist schwieriger zu finden als andere Dinge. Es kann ein paar Besuche dauern, bis sie alles hast. Also den Techno-Kalender hatten wir schon mal. Könnten wir noch irgendwo rumstehen haben, vielleicht zu Hause. Einfache Schaltkreise müssten wir auch da haben. Ein Dungeon-Computer, ein Admiral Swords, beliebtes Ensemble, der rankommen, haben wir noch nicht. Gut, wir haben auch keine Lebenspunkte mehr. Und hochgehen sehe ich jetzt keinen Grund drin. Wir können noch mal gucken, ob wir noch mal die Werkbank schon vergrößern können. Weiß ich nicht. Aber das ist nur eine Sidequest, das ist keine Hauptstory-Quest, ne? Achso, das war ja nur der Laden. Das brauche ich. Wo die Werkbank nochmal hochziehen können. Warte. Das ist Haus. Bauwerk, Montagestation. Wir können die bewegen. Aber wir können sie gerade nicht höher bauen. Die müssen wir erstmal noch bauen, Hasenstall und so ein Spaß. Da haben wir jetzt die Teile nicht mit. Ja, nee, wir brauchen die Teile nicht mal mit. Wir müssen die nur zu Hause haben. Das ist das, was wir aus dem Inventar haben. Und hier können wir dann noch ein bisschen was am Haus basteln, wenn wir das dann machen wollen. Weil wir hatten ja überlegt, das dann mal hier eigentlich alles zu umzäunen, aber wir wollten erstmal das Grundstück voll vergrößern. Okay, also wir haben schon die große Werkbank. Große Werkding. Gut. Ich gucke mal, ob die Quest auf Zeit ist. Es sollte eigentlich nie auf Zeit sein. Sechs Tage, na doch, wir müssen es halt wirklich hintereinander durchziehen. Und dann müssen wir es wirklich durchziehen. Halt. Gut, dann gehen wir nochmal hoch, Rohstoffe sammeln. Und dann gucken wir gleich nochmal nach, wie viel wir fürs Grundstück brauchen. Kein Wasser im Wassertank, ne? Sehr schön. Dann das also auch noch. Alter, was für heute OBS hier rumflackert auf dem Monitor, das ist der Wahnsinn. So. Ah, guck mal, Schaltkreise schon gefunden. Obwohl ich die jetzt gerade gar nicht haben wollte, aber egal, wir haben sie gefunden. So. Das zerlegen wir auch noch alles ganz gemütlich. Bei den ganzen Schrott, auch wenn es Schrott ist, können wir den zumindest wieder verwenden für andere Sachen. Und wir kriegen Erfahrungspunkte. Könnt damit also schön lernen. Was für schön ist, die finden halt jeden Tag einen neuen Bus. Mega praktisch.
So, Jagdmilch. Jags könnten wir hier immer noch killen. Tschüss. 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 Dann haben wir das schon mal wieder gesammelt. Da drüben haben wir auch noch ein paar Jags. Weil Leder und Milch, sowas kann man dann immer brauchen. Wie gesagt, das Pflanzen machen wir gerade halt überhaupt nicht, weil das so ein bisschen mehr ist. Holzhaufen wollen wir nicht. Euch schaue ich nochmal an. Sehr schön. Auch gut. Noch ein paar Häufchen mitnehmen. Sehr schön. Was halt wirklich bei dem Spiel schwierig ist, ist die Ausdauer, dass die so schnell immer weg ist. Ist ja mal so. Wie viel kostet denn das Grundstück zu erweitern? Kostet uns 19.000. Sehe ich das jetzt richtig, dass das jetzt gerade die aktuelle Größe ist? Ich sehe zumindest kein Ausklappenschild mehr. Das heißt, wir könnten dann auch noch das Grundstück ein bisschen umbauen, ne? Umgestalten. Das wäre prinzipiell möglich. Und beziehungsweise dann anfangen, dass wir vielleicht probieren, alles in Häuser zu kriegen oder sowas. Okay, 6 Wasser ist ein Witz. Linker Teil der Kamera schon wieder, das ist doch. Wir gehen mal noch schnell Wasser kaufen. Es klaut gerade über die. Hey, Amira! Hi. Goodbye. Hi. Oh, die hat einen Wunsch. Sonnenschutzmittel hätte sie gerne. Goodbye. Sonnenschutzmittel. Wo kriege ich denn Sonnenschutzmittel her? Vielleicht bei ihrem Bruder? Hello, my paw. Catch you later. Sonnenschutzmittel. Ich hätte gerne Wasser. Also ihr Bruder könnte es vielleicht haben. Sonnenschutzmittel. Ein Sonnenschutzmittel gekauft. Auch gleich mal zu Amira bringen. Dann haben wir da gleich bei ihr wieder Pluspunkte gesammelt. Je nachdem, wo sie jetzt gerade hingelaufen ist. Müssen wir mal gucken. Amira? Elsie verlangt auch noch mal etwas. Aber Mira kommt uns doch gerade hier entgegen. Wo ist denn Mira jetzt hin? So weit kann die doch noch gar nicht weg sein. Wir waren doch so schnell beim Einkaufen. Oh, Mira. Nach hier hinten laufen.
Kann natürlich sein, dass die wieder kurz gerannt ist. Gut, dann müssen wir morgen zu Amira gehen. Auch kein Problem. Gut, wir füllen erstmal den Wassertank auf. Der jetzt wieder voll ist. Also wahrscheinlich brauchen wir noch mehr Wassersammler auf alle Fälle. Hm? Ein bisschen putzen. Foto von Mord und Sieg haben wir gerade gefunden beim Putzen. Nice. Also das habe ich jetzt nicht erwartet, dass wir beim Putzen was finden. Weil das müsste uns ja dann theoretisch hier wieder hier oben dann eine Quest geben, ne? Mord und Sieg. Ach, da ist Lungs zu Hause. Ach so, es wird uns 7 bis 18 Uhr. Elsie verlangt etwas und Amira verlangt etwas. Ja, ja, Amira kriegt ja auch was. Was Elsie verlangt, weiß man, wissen wir noch nicht. Müssen wir mal gucken. Okay. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Probiere ich mal hochzugehen. Entweder läuft uns Elsie entgegen oder halt Amira. Auf alle Fälle. Ich glaube, das Foto können wir erst morgen abgeben. Wenn wir es hier im Inventar haben, ja. Und das ist Elsie. Nicelia. Wüstenverteidigerbrille. Könnten wir vielleicht haben. Wüstenverteidigerbrille. Hi Grace. Ach, Amira ist schon wieder hier unten. Wo ist Amira? Du bist nicht Amira. How's it going? Hi, I was just looking for you at. Er will auch noch was haben. Kuhdrucksofa. See ya. Gut geht's dir, oder? Ein ganzes Sofa will der haben. Wo ist denn deine Schwester jetzt? Daisy? Mario. Hm. Okay, eine Wüstenverteidigerbrille können wir vielleicht auch noch herstellen oder aus dem Inventar klauen. Wenn wir eine rumliegen haben. Vielleicht sind die jetzt auch alle hier am Saloon gerade ein bisschen Party machen oder sowas. Mal schauen. Oder vielleicht ist überhaupt niemand da. Owen? Hallo? Kannst du mir ein Rezept beibringen? Hey, see you. Nein, er ist gerade beschäftigt. Okay. Hier wäre es schön, wenn ich immer noch sehen würde, wie viel ich habe. Aber brauche ich gerade nicht. Überhaupt nicht. Kuhdrucksofa. Kriege ich denn ein Kuhdrucksofa? Ja. Verkaufst du vielleicht sogar noch selbst? Wäre es mir aber auch wurscht, weil dann kriegen wir so ein bisschen mehr Input, also Beziehungspunkte. So, wir gehen nach Hause. Ich guck mal nach, ob wir noch so eine Brille haben. Also erstmal arbeiten wir hier weg. Das gerade nicht. Rein damit. Rein damit. Kupferschrott. Gummischrott. Noch ein bisschen Glas. Da kann man noch ein paar herstellen.
Und das ist das andere Glas, ne? Das Verstärkte kann man auch nochmal auffüllen. Wunderbar. Hey, warum ruckelst du? Nähmaschinen nochmal gucken. Wüstenverteidigerbrille, ne? Okay, stellen wir her. Alles klar, Kani, mach dir noch einen schönen Abend. Wir sehen uns, mein Lieber. So, Bronzerohre könnten wir theoretisch noch herstellen, wenn wir das brauchen. Das hätte ich eigentlich ganz gerne. Die Nägel, wir brauchen Nägel unbedingt. Zahnräder brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Scharniere auch nicht. Vielleicht noch ein paar Bronzerohre. Danke dir. So, Gummi haben wir eigentlich hier auch genug rumliegen. Stäbe, Kupferplatten, Bronzeplatten geht gerade gar nicht. Okay. Marmorplatten können wir noch ein paar herstellen. Und auch hier der bürgerliche Verarbeiter. Kummerschalen her. Und am Kochtopf. Da fehlt mir ja die Rezepte, dass wir noch ein bisschen was herstellen können. Okay. So, Garten hatten wir hier, ne? Garten, da kommt das rein. Und das ist Müll, 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 Müll. Das ist Stoffer. Das wäre bei mir ebenfalls Garten, ne? Das Wasser. Das Foto bleibt, das ist Ressourcen, das ist die Kamera. Aber es ist eigentlich nicht Ressourcen, weil eigentlich gehört es mit zu den Relikten, oder? Linker Teil einer Kamera. Ist halt schwierig jetzt. Relikte, 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 Relikte. Na, wir hauen uns mal den linken Teil der Kamera. Ich schaue uns einfach mal mit rein. Die Sonnencreme haben wir, das andere kriegen wir auch noch. Und da das Grundstück volle Größe ist, können wir wirklich dann gucken, dass wir ein bisschen aufräumen und dann mal gucken, ob wir hier ein Haus bauen können. Hey, heute noch mal schauen. An sich möchte ich aber eigentlich erstmal die Zeitquest wegkriegen, dass wir die Sachen sammeln. Schlafen gehen. Aber ich habe das Gefühl, er hat hier noch kein wirkliches Update gezogen. So, wir haben Briefe. Erstmal ganz schnell Wasser sammeln. Okay. Bevor nämlich die Sonne kommt, also wenn die Sonne, glaube ich, da ist, verschwindet das ja auch alles. So, Schrott sammeln. Kupferschrott sammeln. Und auch Gummischrott sammeln. Dann haben wir ja das Glas. Eine Ladung, ne? Dann sollte das passen. Verstärktes Glas. Füllen wir auch nochmal auf Zweier. Hier ist die Verteidigerbrille. Ja, Stufe 4 ist mir herzlich Rille. Bücher haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir.
Ich will halt lieber Materialien, als das brauche ich nicht. Dann stellen wir nochmal raues Tuch her. Und hier kann man Bratpfannen herstellen, die Dolce. Brauche ich halt nicht, haben wir ja alles schon abgecredet. Plus eiserne Nägel. Gleiche haben wir Gummiringe, können wir nochmal machen. So. Gummiringe stellen wir her. Groß eiserne Nägel haben wir. Eisenringe haben wir. Dann lass nochmal Kupferrohre herstellen. Die Marmorplatten. Auffüllen. Und der bürgerliche Verarbeiter erstmal nochmal auffüllen. Holz müssten wir vielleicht mal sammeln, ne? Wenn ich das so sehe. Okay. Dann einmal das. Vom Forschungszentrum. Anleitung ist jetzt fertig. Sehr schön. Das heißt, wir können einen neuen Auftrag abgeben. Wunderbar. Also einmal zum Forschungszentrum. Amira müssen wir aufsuchen. Die Brille haben wir und das Sofa weiß ich noch nicht, wo ich es herkriege. Da müssen wir mal noch gucken. Andere Quests sehe ich jetzt gerade nicht. Was mich wundert, dass wir nicht zu Mortimer müssen. Müssen wir mal schauen, vielleicht können wir einfach so hingehen und mit ihm reden. So das Bild abgeben können. So, damit haben wir auch das letzte Buch hier gekauft, was es hier gibt. Wir führen immer noch weiter an. Schönes Poster für die Werbung, die wollte ich aber nicht gucken. Ein Bronzeschwert wird schwerer, Schleifsäge könnte was werden. Wir brauchen ja nicht die großen Aufträge und die Dinger müssten auch gehen. Genau. Dann können wir die beiden Quests erledigen. So, dann holen wir die Dinger mal. 6 Schleifsägen und 4 Blutsteinkerne. Okay, wir brauchen Lehm. Und wir brauchen Dinas. Super. Wie viele Dinas brauchen wir? 4x6. 6, 12, 18, 24 Stück. Das ist natürlich jetzt nicht so geil, weil es ist ein normaler Stein, den wir da zerlegen müssen dafür. Wir gehen mal hoch zu Amira in den Shop. Da können wir das schon mal kaufen. Elsie hier irgendwo. Gerade ein bisschen laut hier, oder? Okay, dann sind wir als erstes bei der Forschungsstation, dann halt das. Auch kein Problem. Dann gehen wir das nächste im Auftrag zum Forschen. Womit? I couldn't help but observe. Einmal forschen bitte und ich hätte gerne feuergetriebener Generator. Komm ab dafür. See you later. See you later, Alligator. Wir haben ja genügend CDs, das ist nicht das Problem. Wir finden davon hier immer regelmäßig wieder welche. Wir können gleich mal, wenn wir hier, wir sind gerade hier, wir gehen mal kurz zum Friedhof, zum Mortimer hinter. War das hier schon immer? Das sagt mir gerade gar nichts, dieses Tor. So, Mortimer, können wir mit dir reden?
könnten wir vielleicht ihm den eine Briefgeschichte rausholen, aber vielleicht ist es auch noch gar nicht drin, ne? Howdy. Und Katze Maus spielen? Es gibt 4 Runden in einem Spiel. Eine Runde spielt jeder Spieler eine Karte. Wer die Runde gewinnt, bekommt einen Punkt. Der Spieler, der am Ende des Spiels den meisten Punkte hat, gewinnt. Elefant besiegt Wolf. Elefant besiegt Wolf. Wolf und Katze. Wolf. Elefant besiegt Wolf und Katze. Wolf besiegt Katze. Katze besiegt Maus. Maus besiegt Elefant, okay. Jeder Spieler hat seine eigene Strategie. Achte auf die Art, wie dein Gegner zu spielen und antworte auf der Parat. Okay. Auf ein gutes Spiel, ja, okay. Eine Runde. Okay, seine Maus ist weg. Das heißt, mein Elefant ist safe. Dann könnten wir als nächstes stärkeres, das wäre das stärkste danach, die Katze spielen. Da hat er gewonnen. Elefant kann doch nicht. Achso, man kann mehrmals dieselbe Karte spielen. Okay, dann kann ich aber auch das spielen. Okay, du brauchst mehr Übung. Nochmal, okay. Dann spielen wir als erstes die Maus. Haben wir gewonnen. Jetzt können wir seinen Elefant spielen. Noch ein Elefant. Und noch ein Elefant. Und damit habe ich. Ich muss besser werden. Dann kriege ich einen Beziehungspunkt vor. 5 Beziehungspunkte. Wir sehen ja. Okay, aber ich kann ihm sein Foto noch nicht vorbeibringen. Das kommt wahrscheinlich erst demnächst. Dann haben wir uns aber jetzt schon mal gesammelt. Und fürs nächste Mal oder so. Okay, wir gehen jetzt hoch zu. Wir gehen jetzt hoch zu Amira. Ich stand da gerade vor einer unsichtbaren Wand, scheinbar. Hier bringen wir die Quest vorbei. Quatsch, die Quest, die. Das Geschenk. Dann kaufe ich bei ihr gleich mal Lehm und Dinas, falls sie was da hat. Wenn wir Elsie sehen, kriegt sie auch noch. Ihre Quest nachgereicht, ihre Gegenstände. Also erstmal zu Amira rein. Vielleicht ist sie ja zu Hause, das wäre schön. Amira ist da. So, Hallöchen. Hello there. Einmal plaudern. Und ein Geschenk geben. Du hättest gern die Sonnenmilch. Bestätigen. Wow. See ya. Das hat sich gelohnt. Was bringt mir die Vase? Verteidigung plus 5, also könnten wir. Ach komm, was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Wir haben's doch. Okay, nicht mehr so wirklich. Und noch 2000. Damit haben wir aber schon mal ein paar Sachen gesammelt. So. Bei Avio gucken wir mal nach, ob der das Sofa hat. Hi Avio. Hey, hey, you're my. Warum bist du so laut? Hast du ein gepunktetes Kuhsofa? Nein, hast du nicht. Wo soll ich auch ein gepunktetes Kuhsofa herkriegen? Ich weiß nicht, ob ich das bauen kann, aber ich wäre mir jetzt was Neues. Und ein Shop zum. Nee. Auch das nicht. Also Lehm fehlt mir noch. Blutstein haben wir zu Hause. Sollte also kein Problem sein. Elsie sehe ich nicht zufälligerweise auf der Karte, oder? Elsie ist hinten auf der Ranch. Gut, wir gehen hinter zu Elsie. Da oben läuft sie rum, da kann sie auch die Mütze, die Brille kriegen, die sie haben wollte. Dann haben wir wieder eine Quest weg. Hi Elsie.
Nice seat. Geschenk? Bitteschön, viel Spaß. Juhu, danke, man sieht sie. Take her easy. Just was, Arena. Wir haben gerade eine Errungenschaft bekommen. Und genau das, was sie wollten, heißt die. Also wahrscheinlich, weil wir halt so eine bestimmte Anzahl an Quests schon erfüllt haben. Also Geschenke gegeben haben. Herr Jensen. Den können wir auch noch kurz quatschen. Ah, hey there. I see ya. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Leben. Also Dinas brauchen wir und wir brauchen Leben. Warte mal. Da ist Dinas drin schon mal. Aber wo kriege ich jetzt noch Lehm her? Ich glaube, Lehm ist ganz selten hier draußen, ne? Aber ich glaube, das konnte ich vielleicht hier oben noch kaufen, oder? Ich glaube, hier oben könnten wir es noch kriegen. Das ist Holzhaufen, will ich nicht. Hier kriege ich nur Dinas raus. Die hätten wir also nicht kaufen müssen, das hätten wir hier relativ schnell gekriegt. Das ist unser Vertrag, den können wir eigentlich auch nochmal verbessern, ne? Verbessern für 5000. Könnten wir den dann nochmal probieren zu verbessern, dass wir noch mehr Teile kriegen? Habe ich hier Lehm? Stein, Dinas, Kupfer, alles, nur nicht das, was ich haben will. Dann müssen wir nochmal runtergehen ins Tauchen kurz. Gehen wir kurz runter tauchen, sofern die Tür noch offen ist. Natürlich sagen, jetzt kommen wir hier an, die Tür ist mal offen. Würde ich, dann fahren wir kurz runter. Das neue Steinadlerfigur. Bei mir ist das ja wurscht. Okay, warte halt hier an. Dann gehen wir hier hin. Ich will nur ganz kurz Lehm holen. Mehr will ich ja gar nicht. Dass wir wieder ein bisschen was da haben. So, ups. Komm, gib mir Lehm. Da haben wir Lehm. Wunderbar. Und schon kommen wir raus. Mehr will ich nicht. Den Rest haben wir alles zu Hause. Wir können das jetzt herstellen. Blutsteine sind da. Dann können wir die beiden Quests erfüllen und dann können wir eine Runde kämpfen gehen. Inventar müssen wir dann nochmal abgeben. Die Vase würde ich auch gerne nochmal schon mal ins Haus stellen. Ich frage mich, ob das Grundstück dann später noch größer wird. So, warte. Alles einsortieren. Metall.
Das sind Erze. Die Vase stellen wir ins Haus wegen Punkte für die Verteidigung kriegen. Das ist die Handwerkerlizenz vorne. Verteidigung 67 haben wir jetzt schon. Okay, die Karamellflasche bringt mehr als die. Auch nicht schlecht. Aber sie bringen Punkte, das ist entscheidend. So, dann hätte ich gerne 6. Ja. Wunderbar, und wir können die Beaufträge wegbringen. Weiter an derselben Stelle. Moin. Oh, gleich wieder 14 und 17 Punkte. Sehr schön. Auftrag abschließen. Und nochmal. Sehr schön. Wie sieht es geldtechnisch aus? 1,8. Also wir müssen da wieder... dringend Geld rankriegen. Aber was passiert da, wenn man ständig ausgibt? Wir müssen dann sicher keine Rohstoffe kaufen, wir können die ja auch. Die letzte Quest erstmal die, ne? Noch 5 Tage, 18 Stunden. Mal gucken, wenn wir nicht so viel an Schaden einstecken, können wir doch auch 2 Durchgänge heute machen. Durch das Ding. Schon eine A-Bewertung, aber noch keine S-Bewertung. Komm, wir gehen jetzt in die zweite Ebene rein. Und dann wollten wir eigentlich noch das neue Teil bauen. Hier ist noch eine Truhe. Techno-Tasse haben wir bekommen. Hier ist auch noch eine Truhe. Warum habe ich vorhin bei der anderen nicht so viele Sachen gesehen? Mir geht es jetzt gerade nicht um Speedrun, ne? Hier geht es halt wirklich um das, damit wir das looten können, was wir brauchen. Noch hier irgendwas, was wir noch nicht haben? Ne. Sehe ich nicht. Oder Stein. Da ist noch eine Truhe. Fünf CDs. Oh, ich überhaupt nicht. Ich nehme sie mit, klar, aber... Also weitere Truhen habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen. Hier nochmal was? Nope. Und das ist halt das, was ich eigentlich nicht so mag, immer diese Zeitquests dabei. Kaufen kann man hier ja nichts. Okay, Stufe 22, manche Sachen, die bringen hier ja schon doch was. Müsste einfach mal diese Siegeldinger mitnehmen.
ausgefallene Entdecker warst. Dass wir ein bisschen mehr. Sind hier noch irgendwo Truhen? Naja, gut. Und weiter, vor allem Kraftstein. Was für ein Kraftstein jetzt sammeln? Ist ja der Wahnsinn. Eine Stahlstange. Wir kriegen das scheinbar nicht von denen irgendwie, sondern mehr vom. Oh, wir haben Skillpunkt. Wahrscheinlich für den Bereich Kampf bekommen. So, hier wieder zurück. Hier nochmal reingucken. Hier ist nichts. Da ist nichts. Wir machen schon schön Schaden, kann man nicht sagen. Okay. Ich erinnere mich nicht an dieses Level, das wir hier schon mal hatten mit dieser. Mit diesem Ding davor. Aber okay. Segenanhänger. Moin Jungs! Ja, wie soll ich denn da hoch? Ach so, runterschieben, alles klar. Zack. Zack. Technotasse, wir haben schon wieder dieses komische Technotasse. Also mit Bürogebäuden, das passt schon, dass das hier Bürogebäude sind. Wieder der komische Anhänger. Kann man wieder nicht stacken, die brauchen wieder verdammt viel Arbeits- Lagerplatz, die Dinger. Ich glaube, Technotasse ist fürs Museum interessant, ne? Ich höre noch einen Roboter, aber ich sehe ihn nicht. Daneben an. Bestimmt nebenan noch. Falsch abgebogen. Ja, hier oben. Wunderbar. Ich finde es gut, dass wir noch ein paar Sachen sammeln. Hier ist auch nichts. Gut, nächstes Level. Hier hängt ein Poster. No thanks, Foto. Okay. Ensemble, wir haben alles. Wir haben alles gefunden. Bewertung B ist mir wurscht. Da haben wir aber die Quest erfüllt. Techno-Diskettenbox. Na, es kann sein, dass wir hier nochmal her müssen. Ort verlassen.
Vielleicht gehen wir jetzt erstmal nochmal kurz beim Museum vorbei, geben die beiden Sachen ab. Dann haben wir wieder was gespendet. Ich denke aber, nach dem Tag machen wir dann auch Schluss für heute. Haben, denke ich, genug gemacht. So, gehen wir zum Museum. Kann ich? Nein. Schade, hätte ja klappen können. So, schnell rüber zum Museum. Da ist Amira, bei ihr waren wir heute schon. Achso, warte mal, wir haben einen Skillpunkt. Wahrscheinlich Kampf. Na, was haben wir hier? Fernkampfwaffen, ein Deutschneuling, ein Sperrneuling. Komm, machen wir Fernkampf. Brauchen wir zwar relativ selten Fernkampf, aber egal, was soll's. Was wir haben, haben wir. Hallöchen, Katori. Ja. So long, Partner. Und dann können wir wieder was ausstellen. So, gucken wir mal. Das können wir nicht, das ist das, was im Lager ist. Hier müssten wir was ausstellen können, ne? Die Diskettenbox, und das ist schon da. Wir haben das schon gespendet, ich dachte. Ich dachte, es wäre was Neues. Okay, dann brauchen wir es natürlich nicht machen. Ist ja klar. Dann nicht. Und ab nach Hause. Ja, da holen wir noch einen Schaltkreis und den Techno-Kalender, sofern der hier rumliegt. Bitte lasst den rumliegen, dass wir den noch zu Hause haben. Und den nicht zu Hause haben, müssten wir ja nochmal durch. Es kann sein, dass ich den letztes Mal nämlich jemandem geschenkt habe, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, weil ich gesagt habe, wir haben es, kennen sie ja schon. Es liegt ja schon im Museum. Aber ich glaube, der Techno-Kalender, den müssten wir da haben. Hoffe ich jetzt mal sehr. Hier ist die Kamera. Aha. Das zurück. Auch schon mal da reinräumen. Bitte lass den. Warum haben wir den Techno-Kalender nicht hier rumliegen? Wir hatten den nicht mehr, ne? Wir haben diesen scheiß Techno-Kalender wieder abgegeben gehabt. Ich sehe es doch hier förmlich vor mir, dass wir den Techno-Kalender nicht mehr haben. Zumindest sehe ich ihn hier nirgendwo. Ach, ist das ärgerlich. So, das sind die Poster, oder halt? Gut, dann gehen wir nochmal kurz Rohstoffe klatschen. Oder? Ach scheiß drauf, wir machen noch eine Runde. Wir machen noch eine Runde durch das Ding und hoffen, dass wir diesen Techno-Kalender noch kriegen. Weil der Techno-Kalender muss noch... Ich hätte gedacht, wir hatten noch einen. Aber ich habe mich wohl getäuscht. Ich glaube, den hatten wir nämlich irgendwie mal. Den hatten wir bestimmt. Irgendwann mal wieder verkauft. Also S haben wir noch gar nicht geschafft. Wir waren jetzt auf der Ebene, ne? Probieren wir nochmal die erste. Haben wenigstens schon mal die
Die Poster gefunden, jetzt brauchen wir nur noch diesen komischen Kalender. Achso, hier kann ich dann jederzeit nochmal wechseln, wenn mir das zu leicht war. Macht zwar überhaupt keinen Sinn. Halt. Knochenhalskette. Ups, nach unten. Also für die Speed-Dinger musst du wirklich durchrennen, ohne ein einziges Monster killen zu wollen. Moin, Jungs. Quatsch, ohne eine einzige Kiste looten zu wollen. So, ist hier noch was? Hier oben. So. Was? Da ist auch noch was getrocknete Sandbär, brauche ich nicht. Ich brauche diesen Technokalender. Komm, gib mir diesen dämlichen Technokalender. Wenn ihr den verliert, das ist mir so herzlich Rille. Auch wenn ich nicht dran glaube. Ideen verlieren. Alte Teile. Stahlstange ist auch okay. Ich überlege mir, ich hoffe ja mal, dass dieses so nochmal umbenennt, dass das nicht Stahlstange heißt, sondern Bahn. Weil das andere sind ja die Stangen. So, hier noch mal was? Nein, weiter. So. Gummi. Aber nichts weiter, ne? Nein. Sehr schön. Lecker. Auch noch mal. Die machen halt kaum Schaden, das ist halt wirklich äußerst vorteilhaft. Nächster wieder. Und oh, noch nicht den Techno-Kalender gefunden. Kurz hoch. Mit diesem rechten Teil der Kamera. Was hast du immer noch mit der Kamera? Ich weiß nicht, wofür ich die ganze Zeit diese komischen Kamerateile brauche. Das
macht ja überhaupt keinen Sinn, die ganze Zeit diese Kamerateile zu sammeln. Aber wir kriegen halt massenhaft blaue Kristalle, Energiekristalle. Und der nächste. Und der nächste. Ja, eine Truhe versteckt? Nein. Auf der anderen Seite. Nein. Das ist voll fies, die sieht aus wie so eine normale Truhe, die wir öffnen können. Das ist gemein. Ist hier irgendwas versteckt? Ich sehe nichts. Und das war's. Hat auch hier hinten nichts. Überhaupt nichts. Toll. Ah, wo kriege ich den dämlichen Kalender her? Da ist er. Da ist der Techno-Kalender. Auch verlassen. Ich weiß noch nicht, ob wir sie noch kriegen, bevor sie pennen geht. Aber sie müsste ja eigentlich theoretisch im Laden arbeiten. Sollte also eigentlich wieder klappen. Dann haben wir die Quest erledigt und dann könnte ich fürs nächste Mal schauen, dass ich hier noch ein bisschen vielleicht gucke, ob ich die Updates rankriege. Was wir hier an Tricks sammeln, Wahnsinn. Nochmal die einfachen Schaltkreise. Ressourcen, ne? Was macht das denn da drin? Das gehört doch zu Stoffe. So. Da sind sie, die einfachen Schaltkreise, ne? Wunderbar. Dann bringen wir die Quest weg. Und dann sollten wir auch wieder was gut geschafft haben heute. Also vor allem gelevelt haben. Auch wenn es noch nichts Neues zum Freischalten gab. Wobei unsere Grundschule hat jetzt die volle Größe erreicht. Das ist jetzt nicht ihr Ernst, dass da hinten zu ist. Findest? Dieses Zimmer ist mit einem Schreibtisch für die am härtesten armen Gäste ausgestattet, okay. Verschiedene Gemälde schmücken die Wand. Owen kümmert sich um seine Gäste. Ein Gästebuch auf dem Blue Moon, wo verschiedene Gäste haben allesamt hervorragende Kritiken geschrieben. Die Betten waren wirklich bequem, ein schöner, ruhiger Ort zum Übernachten, ein freundlicher Besitzer diesseits der Falle wieder. Die Gäste des Blue Moon erhalten kostenlose Snacks und Getränke. Kostenlos. Eine Auswahl an hochwertigen Lesematerial für die weitgereisten Gäste. Okay, wir kommen jetzt nicht unten in die Küche rein, ne? Habe ich das Gefühl, wir kommen da unten jetzt nicht rein. Unverschämt. Oh, und das finde ich nicht gut. You know the Blue Moon. Magst du mir noch ein Rezept geben? Howdy.
Weißt du, wie ich irgendwie Lust habe, etwas mit Mehl zu kochen? Hast du eine Idee? Rezept? Mehl teilen, die du erhältst, reicht Gold für den Beziehungspunkt. Rezept teilen, klar. Owen hat gelernt, wie man Rindfleischnudeln kocht. Hey, see you around. Das finde ich gut. Man kann halt wirklich tauschen. Ich kriege von ihm Rezepte und kann selbst welche lernen. Man kann sich also gut austauschen. Das ist gut. Okay. Dann bringen wir alle Sachen zurück ins Inventar und dann am nächsten Morgen. Also, nicht mehr heute. Ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass wir noch bis 3:15 machen, sondern ich dachte eigentlich, wir kommen so gegen 11:30 mal zum Ende. Achso, wir haben noch Ausdauer, warte, Holz. Ich würde noch ein bisschen Holz holen. Ausdauer wegklatschen, dass wir noch ein bisschen was kriegen. Hier noch was. So nur normales Holz. Aber egal, wir brauchen es oder so. Eisenschrott wieder hinzufügen. Achso, habe ich jetzt hier was hinzugefügt? Ja. Dann machen wir feine Holzreste. Machen wir einen Holzschrott. Eigentlich brauchst du pro Bereich einen kompletten Schrottsammler. Bronze bauen hätte ich gerne. Davon brauchen wir nochmal welche. Gut, der ist gleich fertig, oder? Brauchen wir was vom Mixer? Mehl haben wir das für. Lavendelextrakt sehe ich jetzt keinen Grund zu. Schmiede brauchen wir nicht. Nähmaschine. Würde ich nochmal ein bisschen Wollfaden herstellen. Später soll es sich ausruhen. Ich bin gleich soweit. Bin ja schon dabei, ihr Lieben. Komm, das machen wir wieder auf 100 hoch. Lass mal das wieder auffüllen. Das waren die Gummiringe. Dann hauen wir hier nochmal Gummiringe drauf. Das sind die Marmorplatten halt. Der ist fertig. Können wir Stahlstangen machen? Stahlstangen ab dafür. Dann ist das fertig. Holzbretter wollten wir noch ein paar machen. Was haben wir? Dann haben wir hier wieder Hartholzdielen, Steinschleifer. Zack, ab dafür. So. Das kann jetzt nicht sein. Aber wir müssen jetzt. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Wir pennen sonst irgendwo auf der Straße ein. Ich muss es ausprobieren. Ich will sie jetzt neu erwischen. Grace, komm her, Grace. Aha, what's all this then? Slight damage around the edges, bit of fading, but you can make out the font pretty clearly. Admiral Salt, something, something. No thanks, computer. Mm-hmm. Probably from around 250 before Peach, if I had to guess.
would probably score a preservation rating of at least a B back with the professors. Nice find. Gern geschehen. And good timing, too. My latest essay topic was just approved. Old World Utilization Theory, a case study on Sandrock's The Breach. Mouthful that it is, my essay titles are actually more concise than most. Anyway, this helps me build my case around my hooky hypothesis. So, thanks again. Gern geschehen. Wasn't too much trouble, I hope. Nö, nö. Dangerous? You appear to be in one piece, at least. Nicht so schlimm, das nächste Mal gehst du. Es war gefährlich, ich hab's aber geschafft. Oh yeah? Make sure you train if you're going to keep diving like this, though. Follow through with your strikes. Use all your weight to attack. Das erklärst du mir. Don't forget to exercise your core. Just some tips I saw in Ruined Divers Seasonally. Mm-hmm. Well, in any case, you've been a lot of help. If, hypothetically, I'd gone into the breach myself, I would have had all this time to get a jump start on my essay. Oh, speaking of which, I'll let you know how that goes. Thanks again. Kein Problem, gerne. Wir haben noch Schuhe bekommen. Warte. Wir haben Stufe 20 Schuhe und das sind Stufe 15 Schuhe. Klingt das also herzlich wenig. Okay. Gut, jetzt schnell nach Hause, alles in die Kisten schmeißen, schlafen gehen und fertig. Will zu Hause sein, bevor wir umfallen. So, alles einsortieren. Ausrüstung, Accessoires. Nee, nicht Ausrüstung, Accessoires. Ausrüstung, Kleidung. Dann haben wir Holz. Dann haben wir Metall. Dann haben wir, was ist das? Das ist wieder Relikte, ne? Sortieren. Okay, und wir gehen schlafen. Wieder eine Quest erfüllt. Wunderbar, so wollte ich es haben. Nochmal es geschafft. Dann können wir schlafen gehen. Schlafen. Und das machen wir jetzt. Auch gleich real life. Raus aus den Federn. Tja. Und dann zurück zum Menü.